Weiter mit Buddy U, Seite 131. Gut. Was aber ist diese These wert? Ist es wahr, dass die historische Beziehung der Philosophie zur Mathematik darin besteht, sie religiös im Raum des Sinns anzuordnen? Ich möchte drei Beispiele anführen. Das platonische Beispiel, das kartesianische Beispiel und das hegelianische Beispiel. In allen drei Fällen gibt es für die Lacan'sche These unbestreitbare Beweise, wie wir sehen werden. Aber es bestehen meiner Meinung nach auch unbestreitbare Einwände. Sehen wir uns zunächst die Beweise an. Nehmen wir bei Platon den Menon, einen Text, auf den Lacan x-mal zurückgekommen ist. Sie kennen, nehme ich an, die kanonische Szene, in der Sokrates einen Sklaven kommen lässt, um zu beweisen, dass dieser Sklave ein Geometrieproblem, das Problem der Verdoppelung des Quadrats, verstehen kann und ausgehend davon die Erinnerungstheorie zu inszenieren, indem er sagt, der Sklave kann dieses schwierige Problem verstehen, obwohl er es nie gelernt hat. Es ist daher eine gewisse Art notwendig, wie die diesem Problem zugrunde liegende Idee bereits im in Anführungszeichen Unwissenden, Anführungszeichen geschlossen, im unwissenden Denken des Sklaven am Werk ist. Wir haben hier eine unbestreitbare Beziehung der Philosophie zur Mathematik, da dieses Experiment, dieses Denkexperiment, einen Unwissenden kommen zu lassen und zu beweisen, dass dieser Unwissende ein Wissen besitzt, ohne es zu wissen, ein Wissen, das man enthüllen kann, die Tatsache etabliert, dass es immer eine Antizedenz des Wissens vor sich selbst gibt. Und diese Antizedenz des Wissens vor sich selbst, die man Erinnerung nennen wird, sie, aber das ist eine Spur, die ich gleich wieder aufgeben werde, sie könnte gut der platonische Name des freudianischen Unbewussten sein. Bietet diese Theorie einer Lacan'schen antiphilosophischen Kritik an Platon einen Anhaltspunkt? Ja, unbestreitbar. Warum?